Sicherlich hat jede Straße so ihren eigenen Sound. Was hat diese hier für einen Sound? Kann man denn Straßen schöner gestalten, ist hier die Frage. Man kann die Magistralen schon als Flüsse auch sehen, als urbane Flüsse. Du kannst richtig an den Baustrukturen ablesen, wie die Stadt sich auch entwickelt hat nach außen. Wie Jahreslinge an einem Baum. Es ist ein unendliches Kaleidoskop von Möglichkeiten, diese Straße. Ich glaube, es ist das Grundgesetz einer Stadt. Alle, die da fahren, haben es eilig. Ja, ich sehe das ja noch kurz, so schnell wie die sind. Aber letztens ist es mir tatsächlich passiert, dass mir ein Smart auf dem Fußweg entgegengekommen ist. Man hat echt Kino hier. Ich meine, das ist ja irgendwie so eine absurd romantische Vorstellung, dass man hier vor dem Laden steht und man ruft jemanden auf der anderen Straßenseite zu und der hört das. Man muss den Leuten Orte geben, die sie sich selbst aneignen können. Auf diesen Magistralen versammeln sich alle Themen der Stadtentwicklung, mit denen wir uns in den nächsten 20, 30 Jahren beschäftigen. Mi na przykład się tu nie podoba. Also um den Canyon zu überbrücken, gibt es natürlich nur eine Lösung und das ist weg mit den Autos. Vielleicht verschwinden die Autos, vielleicht verschwinden auch die Menschen. Insofern gibt es kein Drehbuch für diese Räume. Und daran irgendwie zu schreiben, diesen magistralen Rollen zuzuweisen, Hauptdarsteller, Nebendarsteller oder so, das fände ich schön.